Weiter geht's mit Resident Evil 2. Wir sind hier in diesem wunderschönen Raum und schauen erstmal uns ein wenig um. Okay, findet man ein Farbband. Das nehmen wir mal mit, da ein Speicherraum ja direkt in der Nähe ist, wo ich es dann auch in der Kiste gleich packen könnte. Auf dem Regal ist nichts. Jetzt sehe ich sie aber vielleicht in dem Regal. Guck mal rein und nicht drauf. Auf dem Regal ist nichts. Okay, das wirkt natürlich sehr vertrauenserweckend, diese Kameraeinstellung, nicht? Und wir finden den Revierschlüssel, nämlich den, ich prüfe es nochmal, aber ihr seht es natürlich schon, den Karo-Schlüssel. Perfekt. So, ein Frauenrelief, da ist ein etwa faustgroßes Loch zu sehen. Und wir haben doch zufällig etwa faustgroße Edelsteine im Inventar, die hier auch noch wunderbar draufpassen und ein hübsches Klacken ergeben, wenn wir sie draufstecken. So, das machen wir auch hier nochmal. Klack. Und der Brustkorb der Statue öffnet sich und wir bekommen einen Königsstecker. Super. Das ist doch schön. Und das wär's auch schon wieder hier. Wir können diesen Raum verlassen. So. Jetzt muss man überlegen, wo wir hin müssen. Nach unten und dann in den Seitengang mal rein. Ja. Glaube ich zumindest. Erstmal packe ich den Stecker und die Farbbänder packe ich in die Kiste. Ja. Und dann gehen wir nach unten. Da wir jetzt die total nützliche Notfallleiter hier runtergelassen haben, ist das jetzt auch kein großer Weg mehr. Wobei ich gerade immer noch überlege, wo noch eine Karotür war. Ich glaube, wir hatten eine Karotür gefunden. Noch. Ach ja, ich weiß wo. Hinter dem Gang mit dem Licker, da hinten in der Ecke, die Tür. Falls ihr jetzt auch wisst, welche ich meine. Aber wir widmen uns erstmal dem anderen Gang, wo letztes Mal so viele Zombies waren, wo ich nicht reingehen wollte. Nein. Da gehen wir jetzt mal hinein und schauen, was uns Hübsches erwartet. Ah, hier kann ich euch auch gleich mal die... So funktioniert jetzt unsere neue Pistole. Der Nachteil ist natürlich, dass sie halt sehr viel Munition auf einmal verschwendet, ne? Wenn sie drei Schuss abfeuert und nicht nur einen, dann sieht man ganz schnell mal nach so einer Nummer hier, und ich fürchte, mir wird es gleich so gehen, sich mit einem leeren Magazin. Tot? Gibt's noch Einwände? Anträge? Na gut. Ein Berg voll Leichen. Hier liegt noch eine Pflanze. Ich überlege gerade, wollen wir die mitnehmen? Nee, wir kommen ja hier nochmal zurück. Die zucken alle noch, ist das nicht schön? Wir gehen mal durch die große Tür. Große blaue Türen sind doch immer toll. Diese Zombies überall, das ist ja unfassbar. Seid ihr tot, alle? Alle? Nee, hier kraucht noch irgendwo jemand. Wir sind hier offensichtlich in einem der Büros. Schieße, komm! Nein, geh weg! So. Gut, damit hätten wir hier auch aufgeräumt.
Ach, und ich glaube, jetzt der hier in der Erde liegt, auf den müsst ihr mal auf seinen Kopf achten, wenn ich dran vorbeilaufe. Da, der hat sich bewegt. War hier nicht irgendwo noch was? Konnte ich hier nicht noch irgendwo was einsammeln, oder? Ja, hier liegt was, oder? Jawohl. Farbband. Oh, je, ein Farbband. Oh, ich habe ja kaum noch Munition. Nee, nehmen wir nicht mit. Aber wir gehen mal hier ins Büro. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Und finden hinter dem Schreibtisch grüne Kräuter, die wir mitnehmen werden. Und noch was finden wir hier? Grüne Kräuter. Naja, gut. Finden wir jetzt noch was? Vielleicht noch grüne Kräuter? Schauen wir mal, was ist denn hier? Ein Safe. Ach, aber wir haben die Safe-Zahl noch nicht rausbekommen. Beziehungsweise die Kombination für den Safe. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier, verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Herz eingraviert. Gut, dann können wir hier fürs Erste nichts tun. Und werden wieder gehen. Und uns in dem Gang mal die anderen Wege ansehen. Ach ja, so langsam kriege ich meine Orientierung in dem Spiel wieder. Komm schon, sei tot. Oh Mist, jetzt habe ich einmal umsonst geschossen. Verdammt. Und kann ich die umlaufen? Nee. Ach, Mist, geh weg. Fall um, fall um, fall um. Ja, ich glaube, bei Claire sind hier keine. Oh, hier ist ein grünes Kraut. Cool. Ey, Quatsch, ein rotes Kraut. Können wir gleich kombinieren? Ich glaube, bei Claire sind hier keine Zombies, aber ich könnte mich auch irren. Okay, hier ist eine Tür mit Kreuz, wo wir den Kreuzschlüssel brauchen. Verbinde das auf jeden Fall mal. Oh Mann, das mit der Munition ist ja echt dumm. Ach, ich stelle mich hier aber auch an. Aber das hier erscheint mir doch mehr als verdächtig. Ich erinnere mich an böse Szenen, die ich hier erlebt habe. Ich glaube, hier kommt irgendwo. Oh, hier ist ein kleiner Schlüssel. Cool. Okay. Was ist denn hier? Ein Zauberspiegel. Hatte ich eine Zauberspiegel? Da kann man durchgucken. Ein Zauberspiegel, so. Naja. Das war ja unfair. Karo-Schlüssel benutzt. Okay, gehen wir hier rein. Aber bevor ich euch zeigen kann, was in diesem Raum alles Schönes zu entdecken ist, muss ich hier leider einen Schnitt machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.